Guten Morgen, hallo aus dem, nicht aus Köln, nein, heute bin ich in Saarland. Warum? Es ist meine letzte Reise mit meinem Verbrenner. Ich habe meinen Verbrenner verkauft, ihr Lieben, denn die liebe Käuferin von dem Auto, die wohnt in Saarland mit ihrem Mann und ihrem 5 Wochen altes Baby und ich bringe mein Audi heute zu denen. Wir machen den Vertrag fertig, ich kassiere die Kohle ein und dann fahren wir zusammen zum dortigen Straßenverkehrsamt oder Zulassungsstelle. Ja, das Auto wird umgemeldet, ich nehme meine alten Kennzeichen mit und fahre mit dem Zug nach Köln. Ja, Leute, es ist ein Wendepunkt in meinem Leben als Elektromobilist, beziehungsweise der, ja, das Ende vom Anfang. Nee, das der Anfang vom Ende. Ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Leute, also ich bin schon aufgeregt und wie gesagt, ein Kapitel geht zu Ende in meinem Leben. Ich bin 45 Jahre alt. Seit meinem 18. Lebensjahr habe ich permanent ein Auto besessen, weil ich auch Auto besessen bin. Ich bin ein Autoverrückter. Und ich war immer ein, ja, nicht unbedingt ein Petrolhead, aber ja doch, also ich bin schon autoverrückt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Ich habe mein Auto verkauft, ich habe es euch ja gesagt. Wir steigen jetzt bald um auf ein Elektroauto, dieses Jahr noch. Und ja, wir haben vor, Mitte August mit unserem ersten und neuen Elektroauto in Urlaub zu fahren. Und ich hoffe, das klappt. Jetzt soll ja in 2 Tagen oder in 3 Tagen der neue Hyundai Ioniq 5 vorgestellt werden. Ich warte da sehnsüchtig drauf. Ich bin mega gespannt, was, wie es aussehen wird, wie teuer die Kiste sein wird. Kann man sich ihn leisten? Wird er teurer wie der Kona Elektro sein? Der muss ja teurer wie der Kona Elektro sein. Und der Kona Elektro kostet in der Premium-Version ab irgendwas um die 41.000. Ja, dann lass es den Ioniq mal in der Premium-Version, keine Ahnung, 48.000 kosten ab. Oder 50 von mir aus. Also vergleichbar mit dem ID4. Ja, Verbrenner verkaufen. Alle unter euch, die jetzt mit den Gedanken spielen, soll ich jetzt auf Elektro umsteigen oder nicht? Ja. Du sollst auf Elektro umsteigen. Mach! Ohne ein Motorgeräusch, ohne etwas zu starten, ohne ein Anlassergeräusch. Nein, das gibt's alles nicht mehr, Leute. Angenehmes Fahren, wirklich. Die Heizung wird sofort warm. Vor allen Dingen im Winter, jetzt hier im Saarland, ist es sehr regnerisch. Es gibt noch ganz viel Schnee. Moment, ich zeige euch mal, wie die Straße aussieht. Schaut mal hier. Ekelhaftes Wetter hier momentan. Ekelig. Wie warm ist es denn? Wie warm, sage ich schon. Hallo? Wir haben 1 Grad Außentemperatur, ihr Lieben. Wenn du einmal infiziert bist von Elektro, dann ist dir jedes Auto scheißegal. Ich persönlich würde mir kein Plug-in-Hybriden kaufen. Alle diejenigen unter euch, die jetzt mit den Gedanken spielen, ja, voll elektrisch ist noch nichts für mich. Ja, also dann doch eher erstmal mit einem Plug-Hybriden anfangen, sich reintasten. Nein, so wird das nichts. Wer mit einem Plug-in-Hybriden anfängt und der Meinung ist, sich erstmal reintasten zu müssen, das wird nichts, weil das wird keinen Spaß machen. Real gesehen habt ihr eine Reichweite von 30 bis 40 Kilometern dann. Hey, damit könnt ihr nicht mal auf die Autobahn. Hallo? Und, ja, ihr blockiert Ladesäulen. Und wenn ich mal irgendwann mein Elektroauto habe und ich sehe irgendeinen scheiß Plug-in-Hybriden, der an einer 50 kW Ladesäule steht und mir den Weg blockiert, ey, dem werde ich was erzählen. Das sage ich euch. Echt. Nächstes Jahr wird es ganz schwieriger sein, seinen Verbrenner zu verkaufen. Diesel vor allen Dingen sowieso. Oh mein Gott. Vielleicht irgendwohin nach Russland oder Afrika oder was weiß ich wo, in die Drittstaaten. Da werdet ihr die Autos noch verkaufen können. Aber dann klopfen bei euch irgendwelche Händler an und sagen, hey, letzter Preis, du wolltest 30.000, ich gebe dir 20, Auto nichts verkäuflich, kannst du vergessen. Ja, so wird es sein. Genauso wird es kommen. Und zögert nicht lange. Ich habe es auch in meinem Leben oft gehabt. Ich habe ein Auto als Beispiel für 10.000 Euro inseriert. Dann kam einer und hat mir 9.000 angeboten. Ich habe gesagt, ey, spinnst du, Alter? Nein, 10.000, darunter kein Cent. Ja, was war? 3 Monate hat keiner angerufen. Ja, und dann ist er weggegangen für 8.5. Kam auch mal vor, natürlich. Aber daraus wird man schlau. Deswegen, wenn man ein Angebot bekommt, einen vernünftigen Angebot, wegen 300 oder 400 Euro,
versaut es euch nicht, dann ist der Käufer glücklich, du bist glücklich, du hast dein Geld, der Käufer hat sein gutes Auto, ist, beide sind glücklich. So ihr Lieben, vor mir seht ihr die Zulassungsstelle von St. Wendel. Wir sind hier im Saarland und neben mir sitzt im Audi, tada, die Franziska. Hallo. Hallo Franziska, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem wunderschönen, tollen Auto. Vielen Dank. Ich hoffe, das wird dein letzter Verbrenner. Franziska, sag mal, was hast du jetzt für eine Erfahrung gemacht mit mir als Verkäufer? Super Erfahrung, super nett. Ja? Hast du ein gutes Gefühl? Auf jeden Fall. Also von mir kann man immer Autos kaufen. Ja, sag mal, du hast jetzt lange Zeit kein Auto gehabt und jetzt hast du den Audi Q3. Freust du dich? Mega, ja. Endlich wieder mobil sein, dann noch mit so einem tollen Auto. Ja, schön. Also ist echt ein tolles Auto. Du wirst dann Spaß damit haben. Ich wollte euch nur mal kurz Franziska zeigen. Viele Grüße aus dem Saarland, Leute. Wie ist es hier im Saarland? Ist es immer regnerisch und schneit immer. Genau. Ey, das Wetter hat nicht aufgehört zu regnen, ne? Wir sind so nass hier gerade, ey, furchtbar. Ja, die Franziska hat auch die Winterreifen und Felgen dazu genommen. Auto ist umgemeldet, alles startklar, zu Hause wartet das Baby wieder. Und Franziska hat meinen Kanal abonniert? Genau. Jawohl, perfekt, das wollte ich hören. Ciao.